Sehr schön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das Intervall der Debatten zur Situation der Schulen in Corona-Zeiten erhöht sich. Ich finde aber auch, das ist gut so, weil einfach es bewegt viele Leute. Aber je mehr hier debattiert wird durch die Anträge der demokratischen Opposition, desto weniger bewegt sich. Wir brauchen ein Krisenmanagement und haben es nicht. Und die Debatten um kollektive Nichtzuständigkeit löst nicht nur kein Problem. Ganz Deutschland schüttelt bereits mit dem Kopf darüber. Und ehrlich gesagt, da habe ich auch schon deutlich konstruktivere Debatten auch von Seiten der Union gehört. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Schulen sind geschlossen, und das ist auch notwendig. Gravierende Auswirkungen auf den Bildungserfolg ist vorprogrammiert. Und vor allen Dingen diejenigen jungen Leute haben ein Problem, denen das Schulsystem schon vor Corona einen Misserfolg nach dem anderen aufs Auge gedrückt hat, die immer noch kein eigenes Gerät haben, geschweige denn einen verbindlich geregelten Rechtsanspruch auf eine digitale Grundsicherung. Denn die Bundesregierung kann ja nicht mal Auskunft darüber geben, wie der Stand beim Abfluss des Digitalpakts Schule ist. Server sind stets und ständig überlastet, und der Lehrkräftemangel ist bereits hier bei uns im Plenum ein Klassiker. Was brauchen wir jetzt am dringendsten? Erstens, wir brauchen klare, einheitliche, vor allen Dingen aber verbindliche Regeln. Die Empfehlungen des RKI für Schulen sind aus der Zeit gefallen. Sie müssen überarbeitet werden, mindestens für Inzidenzzahlen jenseits der 50. Vor allem aber auch hier. Sie müssen verbindlich sein für alle Länder. Zweitens, wir brauchen eine Entlastung für Schülerinnen und Schüler. Weil nichts wäre doch absurder, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schülerinnen und Schüler kommen zurück in den Präsenzunterricht und werden erschlagen von Tests und Klassenarbeiten. Nicht das Testen ist wichtig, zu lernen ist wichtig. Schülerinnen und Schüler müssen die Sicherheit haben, dass sie eben nicht von Tests erschlagen werden, von Klassenarbeiten. Sie müssen die Gewissheit haben, dass ihre Abschlussprüfungen verändert werden. Und sie müssen die Gewissheit haben, dass das bundesweit anerkannt werden. Und um Wechselmodelle dann in der Zukunft zu sichern, brauchen wir dritte Räume. Wir brauchen Räume in Theatern, in Gemeinderäumen, in Jugendclubs. Natürlich brauchen wir dafür auch mehr Personal. Lehramtsstudierende müssen angesprochen werden, Studis der sozialen Arbeit und viele, viele andere mehr. Und Herr Kollege Sattelberg, Sie reden permanent von Corona-Stigma. Ich sage Ihnen, wer in diesen Zeiten sein Lernen organisiert hat, Probleme gewälzt hat, sich auseinandergesetzt hat, der hat eine so großartige Lebenskompetenz entwickelt, der verdient allemal unsere Wertschätzung. Drittens und letztens, wir brauchen eine Entlastung für Eltern. Deswegen schlagen wir vor, weil Homeschooling und Homeoffice zusammen geht nicht. Das heißt, es muss die Möglichkeit geben, über eine Senkung der Arbeitszeit auf 50% mit gleichzeitigem Lohnausgleich diese Situation zu meistern. Sie können als Bundesregierung die Situation von Schulen nicht aussitzen. Kollektive Nichtzuständigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind kein Krisenmanagement. Okay. Die nächste Rednerin ist die Abgeordnete Margit Stump, Bündnis 90 Grüne.